Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. In diesem heutigen Video möchte ich euch endlich mal zeigen oder mal zeigen, wie ihr Self-Rules, also eigene Rollen, sowas wie, ich kann euch das kurz zeigen, was ich damit meine, zum Beispiel jetzt sowas hier einstellen könnt. Und das zeige ich euch heute in diesem Tutorial. Allerdings erst nach dem Intro. Und zwar brauchen wir dafür als allererstes hier dieses Dashboard. Das Dashboard zu dem Cardboard habe ich unten in der Videobeschreibung drin. Also da könnt ihr dann einfach auf diesen Link klicken, meldet euch dann mit Discord an und dann könnt ihr auch schon loslegen. Allerdings müsst ihr erst eine kleine Sache machen. Ihr müsst den natürlich erstmal auf euren Server packen. Das mache ich jetzt einmal. Ich mache den jetzt einmal hier schnell auf den Tutorial-Server. Denn da soll er ja hin. So, wir machen das ganz schnell. Geht relativ schnell. Na bitte. Ich mache das eben schnell fertig. Bin gleich wieder da. So. Als allererstes müssen wir das erstmal kurz machen. So, jetzt gehen wir als allererstes nochmal wieder hier zurück auf den Tutorial-Server. Denn jetzt sehen wir hier auch schon, hier ist der Bot jetzt drauf. So, das erste, was wir machen müssen, damit wir das auch gleich richtig einstellen können, ist den Carlbot bzw. die Carlbot-Rolle oder halt den Bot an sich einmal über die Owner-Rolle zu legen. Und wir können jetzt hier gleich auch noch mehr machen. Dafür gehen wir jetzt hier als allererstes einmal auf Server und gehen hier auf den Tutorial-Server und haben jetzt hier die Wahl zwischen den ganzen Prefix. Ich lasse den jetzt hier beim Ausrufezeichen. Ist chilliger. So, wir gehen rein in die Reaction Roles und machen hier jetzt einmal beim Modus, machen wir jetzt einmal Use ID und Select Channel. Wir machen das Ganze jetzt einfach einmal in Allgemein und jetzt müssen wir hier noch was reinschreiben. Und zwar schreibe ich jetzt hier einfach mal rein, hole dir, ich weiß, ich habe hole jetzt wahrscheinlich falsch geschrieben, aber ist mir egal, hole dir deine Owner-Rolle, nennen wir das Ganze jetzt einfach mal. Hole dir deine Owner-Rolle, dann kopieren wir hier unten einfach die ID. Die ID könnt ihr erst kopieren. Oh, das kann ich jetzt schlecht zeigen, weil ich die Dinge aktiviert habe. So. Die ID könnt ihr kopieren, wenn ihr unter Erweitert bei den Benutzereinstellungen hier den Entwicklermodus eingestellt habe. Ich habe jetzt auch noch die Hardware-Beschleunigung drin, aber ja, Anwendungstestmodus habe ich jetzt nicht drin. Aber das könntet ihr dann auch zum Beispiel noch aktivieren. Und ja, dann könnt ihr hier einfach rechtsklick auf die Nachricht und ID kopieren. Geht wieder zurück, packt hier die ID rein und Add Emoji. Da können wir jetzt einfach mal, weiß nicht, was kann man. Ich nehme jetzt einfach mal hier diese Krone und wähle jetzt Owner aus. So, hier braucht ihr nichts einstellen. Wir gehen einfach nur auf Create und dann sehen wir schon, wenn wir jetzt wieder bei Discord reingehen, hier ist jetzt die Rolle. Wenn ich da jetzt drauf gehe, dann sieht man, dass ich jetzt die Owner-Rolle habe. Ich kann jetzt entweder hier drüber wieder wegnehmen oder ich drücke einfach hier drauf und pack die dann hier weg. Allerdings ist dann hier immer noch reagiert. Das müsstet ihr dann selber wieder wegpacken. Und das könnt ihr mit beliebig vielen Rollen machen, also bis zu 250 könnt ihr das machen. Ich kann euch das jetzt hier einmal auch auf meinem Server zeigen, auf meinem Hauptserver, hier kann ich das auch einmal zeigen. Hier sind halt die Rollen zum Beispiel, halt hier so die ganzen Game Rules und sowas. Und das wären halt jetzt zum Beispiel dann hier die Einser, hier ist einmal die Geschlechtrolle, die DMs-Rolle, oder halt die Rollen für DM, dann die hier die Games, die hier draußen sind als Rolle, zum Beispiel von Among Us über ETS, über GTA bis hoch zu Relevant. Dann hier zwei, weil ihr müsst aufpassen, ihr könnt nicht zu viele Rollen in eine Nachricht verfassen, dann müsst ihr aufpassen, wie viele ihr da reinpackt. Und dann hier zum Beispiel habe ich halt das Alter drinne, Farben und Beziehungsstatus. Bei den Sachen hier, das sind tatsächlich Emotes von meinem Server. Also die hier, die 12, 16 und 18er FSK Bilder, die sind tatsächlich von meinem Server. Und ja, so
So einfach ist das eigentlich, so leicht könnt ihr hier theoretisch dieses Self-Root selber machen. Und ja, Link zum Carport-Dashboard ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das geholfen hat oder wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie mir gerne unten in den Kommentaren. Ich schaue mir die Kommentare täglich an, wenn es welche gibt. Und ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.